So, da sind wir wieder bei Let's Play Moment und darauf hätte ich auch kommen können. Den auf 70 bringen. Damit er mir sagt, wo Artirania ist. Na gut, ich kenne Artirania. Und so wie ich Artirania kenne, wird sie von der Bildfläche verschwunden bleiben, solange der Tendus und Steuergang auf der Lauer liegt. Wahrscheinlich irgendwo in dem unterirdischen Kanal. Achtet auf Falschen und halt auf der Kanalebene. Jetzt muss ich aber erst zu Artirania, stimmt's? Nein. Leb wohl, okay. Wow, da hat das Spiel gelernt. Ach, komm. Und zum wie viel Nahe laufen wir zu Artirania? Es ist unglaublich. Unser Zucker ist dein Zucker. Da. Ihr wisst das nicht. Sie sind Eintreiber der kaiserlichen Steuer und Tarife. Der Kaiser hat den Handel mit vielen Dingen wie Türme, Artefakten und eben Erz verboten. Und ein Zensus und Steueragent ist wie ein Spürhund dahinterher. Aus verschiedenen Gründen gehören Zensus und Steueragent nicht zu Artiranias Lieblingen. Wenn ihr wollt, dass Artirania euch hilft, seht zu, dass der böse Agent verschwindet. Dann wird sie euch etwas erzählen. Jetzt habe ich aber ein bisschen Draken für. Was ist denn mit Morrowind heute los? Ey, wenn das jetzt noch länger so dauert, dann breche ich das vorher ab heute. Und mach nur dieses kleine Quest zu Ende. Ey, aber das kannst du nicht sein. Ach ja, Trapero. Dann werdet ihr mehr bekommen. Wie was ich sagen wollte, ich habe Draken für die auf 100 bringen verschwendet. Lügen. Ja, gut. Welche eine Täuschung, aber habt dann, dass ihr bla blub. Das lese ich jetzt nicht. So, und danach kann ich zu Kaios. Die Ravinen, Kult des 6000. Okay. Ich denke, ich kann jetzt zu Kaios. Sagt, dass inzwischen eine Reihe von 600 Leute, aber Adrian konnte nicht herausfinden, was die Schmuggelware ist. Adrian meint, er sei sonderbar, dass Schmuggler, die sich meist mit ihrem Schmuggel brüsten, im Hinblick auf ihre Tätigkeit für das sechste Haus plötzlich so diskret sein. Ich fragte mich, was hier geschmuggelt wird und warum es so ein Geheimnis ist. Ich glaube, dies ist eines der Dinge, für die Kaios Kodalis sich interessiert. Dadum. Jetzt habe ich doch alle drei Leute, oder? Die in dem, das in dem. Ja, eigentlich schon, ja, klar. Gut. Ich kann zurück nach Balmo. La 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 la. Aber erstmal muss ich die Weltkarte. Ei, heute ist ja echt schlimm. Wenn ihr hier Ärger machen wollt, dann werdet ihr mehr. Ich will jetzt noch wenigstens noch bei Mora blabla blub bei Mora für Kaios Kodalis. Ob ich es bis zum Fremdenviertel schaffe, weil da war doch Magiegeld, oder? I hope it. I think so. Da dann. Was mit den Lags ist heute echt schlimm. Und es ist nur bei Morrowind so. Ha.
Da. Da. Nein, da will ich nicht hin. Okay, auf dem Weg. Vielleicht ist auch meine TD einfach irgendwie verschmutzt oder so. Darum leckt es. Athletik auf 24, genau. Schon. Bei wie viel startet die? Ich weiß es nicht. Aber ich mag das Wasser so. In diesem Spiel. Jetzt darf ich noch einmal im Kreis laufen. Nein, im Viertelkreis. In einem Viertelkreis. What the hell? Einmal um die Ecke hätte es auch getan, aber. Hier ein bisschen verkehrt. Muss ich jetzt noch mal einmal um die Ecke? Ja. So. Ich hoffe, es war hier oben. Ansonsten kotze ich. Ich höre. Schmied, Krieger, Magiergilde. Wenn ihr etwas wollt, dann sprecht nur. Alter Morrowind, du kostest mich heute richtig an. Mit deinen Wie dummen euch der Tag Lags. Habt ihr etwas zu sagen? Mit der Sonne? Beste Grüße. Oder so ähnlich. Ja, Grüße zurück. Badam. Reisen nach Balmora. Wie kann ich euch helfen? Gar nicht. Ui. Willkommen. Ihr seid hier fast. Und einmal hier rum. So. Die Stufe. Immer noch 2 von 10. Ich habe immer noch nicht verstanden, wie das geht, aber ist mir auch einfach. Was wollt ihr? Manchmal bekomme ich für Quest welche, manchmal nicht. Das ist irgendwie total komisch mit der Stufe. Oh, hallo, wie geht es euch? So. Mir geht's gut. So, ich habe einen Inzwischen erinnere ich euch zum Gesellen. Gute Arbeit ist gut.
Eure Arbeit ist gut und hier sind 200 Drachen. Kauft euch neue Schuhe und nehmt Arbeiten von der Gilde an. Oder arbeitet auf eigene Faust, um eure Tarnung auszubauen. Oder macht eine Ausbildung. Wenn ihr geübt und ausgeruht seid, dann kommt ihr her, dann habe ich neue Befehle. Ich bin noch nicht bereit, ich habe euch gesagt, gebt. Geht und verbessert eure Fähigkeiten oder arbeitet etwas auf eigene Faust, um eure Geschichte zu bereichern. Geht einkaufen oder schaut euch um. Lasst mich einfach in Ruhe nachdenken. Bis geheilt. Hat ja einfach Lust zu. In eurem Bach kommen, das ist mir scheißegal. So, wir brauchen ein aschländisches... Was? Wir brauchen einen aschländischen Informanten. Ich habe von einem Kerl namens Hazor Sainzubani gehört, einem Aschländer in Altruhen, der das Ödland verließ, um als Händler reich zu werden. Man sagt, die Aschländer geben und bekommen gerne Geschenke. Hier habt ihr 100 Draken. Findet heraus, woran Sainzubani Freude hat und besorgt ihm ein Geschenk. Übergebt es ihm und bittet ihn, euch von den Aschländern und vom Neveravien-Kult zu erzählen. Kommt dann wieder zu mir. Also auf nach Altruhen! Diese Lags, die kotzen mich so an. Deswegen mache ich hier heute schon mal einen Cut und speicher auf 6. Okay, ja. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin euer MK Indiana Jones.